Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video soll es darum gehen, wie man mit GeoGebra die Länge von Vektoren bestimmen kann. Und natürlich gibt es auch den Einheitsvektor, also der Vektor mit der Länge 1. Auch das kann natürlich GeoGebra, das will ich euch mal alles kurz zeigen. Dazu benötigen wir erstmal einen Vektor. Und ich nenne ihn mal V hier unten, gleich, Klammer auf, und ich mache meinen super Kreativvektor 1, 2, 3. Da ist er. Und ihr seht ihn hier auch in der 3D-Ansicht. Ja, und da braucht man fast kein Video für. Die Länge des Vektors, also der Betrag des Vektors, wird bestimmt durch GeoGebra, indem ich anfange, einfach Länge zu schreiben. Und dann wähle ich hier oben Länge Objekt. Und mache V. Zack. Und die Länge dieses Vektors ist offensichtlich 3,74. Ich hätte den Umweg über das Erstellen des Vektors V auch gar nicht gehen müssen. Ich zeige das auch mal ganz kurz. Ich kann hier wieder mit Länge anfangen, unten wähle Objekt raus aus. Und bei Objekt kann ich jetzt natürlich jetzt wieder einen Befehl eingeben, nämlich zum Beispiel Vektor. Wird auch gehighlightet, seht ihr. Vektor Punkt. Und dann mache ich hier einfach die Klammer auf und gebe den Punkt ein, auf den der Vektor zeigen soll. Das wäre 1, 2, 3. Und auch das gibt direkt den Betrag des Vektors aus. Also, ob ihr vorher den Vektor bestimmt und dann Länge eingebt oder das in einem Befehl macht, das, wie ihr es mögt halt, ne? So, das zweite lösche ich nochmal ganz kurz. Und jetzt geht es darum, wie machen wir diesen Vektor denn 1 lang? Also, das würde derselbe Vektor sein, aber mit der Länge 1. Also ein bisschen kürzer. 3,74, also so ein Viertel von dem hier. Und das geht auch relativ einfach. Man nennt so einen Vektor Einheitsvektor. Naja. Und wenn ihr Einheit, ich gebe vielleicht nochmal, wenn ich Einheit eingebe, ist ganz unten der Einheitsvektor. Aufpassen, dieses Einheitsnormalvektor ist nicht die Funktion, die wir suchen, sondern wir brauchen hier unten tatsächlich Einheitsvektor. Wählen wir aus. Das Objekt, was wir betrachten, ist unser Vektor V. Und dann baut er uns den so um, dass die Länge 1 ist. Die Zahlen werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht stimmen. Ich zeige nochmal ganz kurz. Man kann hier oben nochmal runden. Und ich übertreibe das jetzt mal ganz extrem. Nochmal auf 15 stellen. Und schieb das mal. Und selbst das wird wahrscheinlich nicht die genaue Zahl sein. Er rechnet intern aber mit genauen Zahlen. Also das ist eine Frage der Anzeige, ne? Und auch da kann ich natürlich wieder überprüfen, ob dieser Vektor U, wenn ich da jetzt Länge eingebe, habe ich ja behauptet gerade, der hätte die Länge 1. Das überprüfe ich einfach mal. Fangen wir dann mit Länge. Objekt U. Zack. Und ihr seht, der hat jetzt wirklich die Länge 1. Also das hier oben ist der Einheitsvektor. Ihr seht das jetzt auch gerade hier in diesem Pop-up, was aufpoppt. Und hier sieht man ihn auch. Ich klicke ihn mal an. Zack. Dann ist er nämlich grau. Ja, den aber würde ich anklicken. Er gönnt es mir nicht. Also der etwas längere Vektor ist der ursprüngliche Vektor. Und der Vektor hier mit der Pfeilspitze hier unten, ihr seht, wenn ich drauf gehe, wird er auch hier gehighlightet auf der linken Seite, ist der passende Einheitsvektor dazu mit der Länge 1. Ja, und das soll's auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.